So, hallo Leute, und damit geht es auch schon weiter mit der nächsten Aufnahme von The Witcher Numero Uno. Wir sind ja hier im Umland von Vyzimar und müssen irgendwas suchen, keine Ahnung was. Schauen wir gleich in die Quests. Ich habe jetzt direkt die Überreste geplündert. Nach 2 Tagen mache ich direkt die nächste Aufnahme, weil mir das Spiel echt extrem gut gefällt, muss ich sagen. Alles transferieren. So, da holen wir uns hier mal alles. Was gibt es noch? Reisender Fass. Feuerstelle, da können wir ja meditieren. Ich hab Durst. Man kann nie wissen, wann die Bestie auftaucht. In der Gruft hausen Ungeheuer. Vyzimars Tore sind geschlossen. So, schauen wir mal hier nach hinten, obwohl vorher mal auf die Quests. So, was? Berengars Geheimnis, die Spur der Salamandra. Wir machen vorher mal die ganzen Nebenquests. Oder die eine. Außer meinen Begleitern aus Kaer Morhen lebt noch ein anderer Hexer, Berengar. Er hält sich von der Bruderschaft fern. Zur Zeit des Angriffs befand er sich nicht im Schloss. Was hat er zu der Zeit gemacht? Wer ist er? Sollte ich ihn jemals treffen, so werde ich ihm diese Frage stellen. Vyzimir erwähnte einen weiteren Bewohner von Kaer Morhen, Entschuldigung. Den Hexer, okay, da schauen wir uns lieber mal alle an. Ihr solltet mit den bekanntesten Bewohnern des Umlandes reden und erfahren, wie ich die Salamandra finden kann. Das machen wir auch direkt, dass wir hier mal alle ein bisschen ansprechen. Möglicherweise habe ich von eurer Bruderschaft gehört. Sehr schön. Feuerstelle brauchen wir nicht. Ihr gefällt's mir nicht. Die Leute wirken merkwürdig. Kräuterkundler. Seid gegrüßt. Heidegger. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Vyzimars Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Ja, was? Was fragen wir ihn? Was hat es einfach mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Was? Wir fragen einfach alle mal durch, da das ja sogar eine Quest ist. Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vyzima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Was? Lebt wohl. Lebt wohl. Tschüss, Digi. Oh. Feuerstelle? Reisender hatten wir schon fast. Alles. Unverzeihlich. Reisender? Hier gefällt's mir nicht. Die Leute wirken merkwürdig. Tollwütiger Hund da draußen, okay. Das ewige Feuer beschützt. Die sagen uns ja eh nicht viel. Tut Buße. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Wütiger Hund, wo geht's da hin? Das Leben in der Armee ist hart. Okay, lauf. Vyzimars Tore sind geschlossen. Da vorbei, der tollwütige Hund.
Dann mal kurz hier die Fässchen plündern. Oh. Eine Anschlagtafel. Ah, okay. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Hexerarbeit. Linksklick auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechtsklick auf das Anzeigen-Symbol und schaltet neue Quest frei. Sucht nach weiteren Anschlagstafeln um. Jawohl. Seid wachsam. Nehmen wir alles und dann mal. Falsch. Inventar brauchen wir. Was gibt es da? Ghoul-Vertrag. Rechtsklick drücken, um zu lesen. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghulen und bezahle reichlich. Kalkstein der Alchemist. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Ghul. Was? Ist der Ghul-Eintrag im Bestarium erforderlich? Was ist jetzt? Neuer Quest. Achso, okay. Ertrunkener Vertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingung für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach den Geistlichen. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der ertrunkene Eintrag. Okay. Was haben wir hier noch? Der Bargästvertrag. Tapferer Mann, dringend gesucht. Wer mir 10 was Bargstenschädel bringt, erhält 100 Ohren. Abigail, die Kräuterkundlerin. Sehr schön. Dann gehen wir mal ins Gasthaus. Meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt und links klickt auf Meditieren. Ah, okay. Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus. Oh, das ist sehr schön. Ja, 3 Unzen Optima Mater, ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Kein Problem. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Was? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Oh, nee. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihnen. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post-mortem zustimmen. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut. Tut mir leid. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Keine Ahnung. Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Okay, eine Kost geht hierher. Für meine Studien. Macht schnell. Kein Stress. Begrapschen lasse ich mich von dem mal sicher nicht. Wesenerhut. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Klar. Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Bier, vorerst nichts, aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Vorerst nichts, aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum, ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Bier. Einen Augenblick. Ihr seid ja sehr redselig. Vergebt mir. Eure Schönheit raubte mir die Sprache. Ach, ihr wisst, wie man einer Frau schmeichelt, schöner Mann. Na klar, weiß ich das. Achso, jetzt kann ich bei dir einkaufen.
Will ich aber nicht. Oh, alles plündern im Gasthaus. Wo ist der? Ah, der Korb da unten. So, Schankwirt Olaf. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Klar. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte, aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. Alles klar, sehr informativ. Hier die Leute, den hatten. Was? Hä? Achso, Hauskämpfer. Puh. Bade. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wow, was hat der für Augen? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken, wie aus den Balladen. Richtig, gell? So ein... Jo, meisten mit den Baden will ich jetzt nicht unbedingt reden. Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Machen wir später mal jetzt. Ah, wolltet die Schari. Wollt ihr mich noch etwas fragen? Ja. Wir sprechen uns noch. Haben wir, glaube ich, schon alles gefragt. Da ist der kleine Elwin. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Was wirklich interessant ist dir jetzt noch nicht passiert. Die Hühner sterben wie die Fliegen an der Pest. In Vizima habe ich die Rindsteine gereinigt. Das waren noch Zeiten. Was wollt ihr? Trunkenbold. Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins, bis wir holen uns alle. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Lebt wohl. Nein, doch. Komm, feiern wir. Trinken was? Klar. Nehmt an Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Linksklickt während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Welches? Was haben wir? Oh.
Oh, gleich noch eins. Das ist wohl was für mich. Komm schon. Runter damit, Trunkenbold. Der ist ja, war ja vorher schon fett. Ui. Ja. Und jetzt? Hab ich schon mal... Ah, jetzt. Piek. Ich vertrage mehr als ihr. Ihr könnt wahrlich einen Stiefel vertragen. Krieg ich keinen Siegespreis? Hab Jungs mit einem Kaufmann gepichelt. War ein Schwächling. Nimm dieses Buch. Danke. Danke, was war denn das jetzt für eine Stimme? Ja, gleich mal schauen. Infoliant, wo ist der? Infoliant der Angst und des Schreckens. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Eintrag. Sehr gut. Hört einfach Träger zu. Noch. Hört einfach zu. So, jetzt sehen Spieler. Spieler? Was Spieler? Ach so. So ein Spieler wahrscheinlich. Das sehen wir uns gleich mal an. We'll be right back.